gegen Austria Wien, gegen Sturm Graz. Das ist wohl für die Austria. Ich darf immer bitten, die beiden Trainer kurz ein Statement abgeben zu lassen und dann erst noch erfahren. Nochmal mit der Trainer der Gastmannschaft beginnen und dann ist der Investor. Bitte, Investor. Extrem bitter, sehr enttäuscht heute. Das war viel zu wenig heute und auch bis jetzt in der Saison. Ich habe hier eine große Unterstützung vom Verein bekommen. Wir haben der Kader schon sehr viel nach meinen Vorstellungen verändert. Leider ist das, was wir auf den Platz bringen heute und in dieser Saison, zu wenig. Ich glaube an die Jungs, aber häufig bin ich ein bisschen verzweifelt. Riesenchance heute verpasst. Es war in den zwei Halbzeiten ein bisschen anders, aber Halbzeit, wie so häufig, auch schon vor meiner Zeit, wie jeder Trainer weiß, ist ein bisschen weniger taktisch, ein bisschen mehr Ausstellung für den waren wir extrem schwach. Ich habe auch anscheinend falsch angesetzt, weil bevor ich mit der letzten Programm begonnen habe, war das nicht zu machen. Also viel Arbeit vor mir und rein weiter arbeiten lässt, werde ich vor meinem Überziehen was weiter durchziehen. Danke, Nestor. Christian Ilse, ich darf dich bitten. Ein Statement zum Spiel. Bitte. Extrem wichtiger Sieg, ganz vor allem in der Phase, in der wir gerade stehen, sehr, sehr gut tut. Das ähnlich gesehen, wie der Nestor aus Sturm Graz, erste Halbzeit, das gar bessere Team war, zweite Halbzeit war es dann umgekehrt. Sind wir aktiver waren, auch mutiger waren, am Ende dann mit diesem 1:0 belohnt waren, war jetzt ein kleiner Schritt für uns. Es gibt noch sehr, sehr viel zu tun, aber heute sind wir alle sehr, sehr glücklich, dass wir hier zu Hause gegen einen sehr starken Gegner gewonnen. Danke schön, meine Herren, für die ersten Statements. Ich darf immer bitten, Handzeichen. Philipp kommt mit dem Mikro. Hans Poliak beginnt. Chris, war das heute in Richtung Meister Playoff ein wichtiger Schritt, wenn man bedenkt, dass nur ein Punkt hinter Hartberg liegt? Ein sehr wichtiger Schritt, aber ein kleiner Schritt. Also wir haben speziell erste Halbzeit schon noch viel vermissen lassen, was wir uns eigentlich vorgestellt haben, war mal, dass wir einfach defensiv kompakt gestanden sind, aber wir haben sind dann schon sehr tief hinten drinnen gehangen, haben es kaum geschafft, uns spielerisch zu entlasten, kaum geschafft, vor das gegnerische Tor zu kommen, kaum geschafft, uns dort vorne festzusetzen. Zweite Halbzeit haben wir dann ein paar Kleinigkeiten geändert, Außenverteidiger ein bisschen höher gezogen, sind auch mutiger geworden. Und ja, speziell an der zweiten Halbzeit können wir dann schon anknüpfen. Und es wird auch wichtig sein, dass wir jetzt die nächsten Gegner, die wir vor uns haben, dass wir dort einfach weiter punkten und dann kann es uns schon gelingen und das muss auch unser absolutes Ziel sein, dass wir im Herbst dann auch unter die ersten sechs bzw. über diesen ominösen spielen. Weitere Fragen bitte. Geht der Klärung der Runde-Zeit. Chris, in der Länderspielpause jetzt kontrolliert gegen oder sagst du lieber, wenn jetzt weiterspielt und versucht, die Kontinuität reinzubringen, aber nichts wert kann? Ja,
Kontinuität reinzubringen, das ist schon ein ständiges Thema, dass wir einfach schaffen, dass wir gewisse Teile stabilisieren, dass wir uns auf gewisse Dinge festlegen. Ja, das Gemeinheit ändern, die Länderspielpausen gibt es, die gibt es dann in einem Monat wieder. Deshalb werden wir es auch ganz gut nützen probieren, um Dinge zu verbessern, über Dinge zu sprechen. Es sind ein paar Spieler dann auch bei Nationalmannschaften, kommen dann erst in der zweiten Woche zurück. Aber ja, grundsätzlich werden wir versuchen, die Länderspielpause so gut wie möglich zu nutzen. Frage auch an Skizzer, dass da alles gefallen hat, durch einen weiten Pass auf die rechte Seite und da Florian Klein hat dann eine Frage gegeben. Mir ist heute aufgefallen, beide Außenspieler, Matschinko und Klein, waren sehr oft frei, aber man hat gerne durch die Mitte gespielt. Warum spielt die Außen nicht öfter über die Seite, um dann eben Wonschein oder Türschein ins Spiel zu bringen? Ja, also. Ich habe schon erwartet, dass es sehr strategisches Spiel sein wird oder strategisches Spiel kommen wird in der ersten Halbzeit, weil es auch von unserer Seite aus, wir wollten einfach einmal kompakt stehen, wenig zulassen, haben wir gewusst, dass der Stuttgart viel Qualität in der Offensive hat, muss da aufpassen, dass wir bei Ballverlusten, die wir im Offensivspiel haben, dass wir dort nicht den Konter rennen bzw. einfach keine Räume hergeben. Für mich waren dann schon so diese Punkte einfach gut in der Restverteidigung auf diesen Stürmern umzustehen und da zwischen die Abwehrlinie und die Mittelfeldlinie vom Sturm zu kommen mit den Außenverteidigern. Das war schon ein bisschen der Plan, aber das kann man ja ruhig einmal über die Mittelfeldspieler anziehen und dann erst auf die Seite gehen. Aber man hat einfach viel Verunsicherung gemerkt bei den Spielern und wir haben uns das Spiel schon in der ersten Halbzeit dann auch für uns anders vorgestellt, bis es dann gekommen ist. Wichtig war es, dass man nicht verfolgt. Eine Frage an den Gästetrainer. Hat man sich die Wiener Austria so defensiv erwartet? Ja, also das war. Es ist nicht einfach, sich auf die Austria vorzubereiten, weil. Wir haben bis jetzt sehr häufig zu den Spielstilen als Haus und Trainer als auch Einzelspieler gerechnet. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen zwei Mann vorbereitet. Das eine war das Spiel zu Hause gegen den Alter, 4-3-3, also extrem zu Mitte, alles zu verlegen. Das Gefühl war, sie werden zurück, dass Ihre Mannschaft in der zweiten Halbzeit dann doch eher passiver agiert hat? Ja, also ich gucke immer in erster Linie auf mich. Das kann ich einfach für mich beantworten. Ich bin schon verzweifelt. Man spielt eine ordentliche Halbzeit. Ohne Überraschungen, Gefühl, dominant, leicht besser. Dann sagt man, müssen viele und wollen auch in der zweiten Halbzeit. Wir wollen ein bisschen mehr. Wir müssen schon ein bisschen mehr durchsetzen in den entscheidenden Momenten. Herr Treffer. Halt an. Frage an Christian Hitzer. Gestern Montag hat er zum 14-Punkt-Spiel echt Tore erzielt. Wie viel geht diese Austria-Krise an dem völlig vorüber? Wie viele Erkenntnisse sind das? Er ist aber ein sehr, sehr gefährlicher Stürmer. Das
sag mal, für unser Spiel geschaut, extrem wichtig, dass wir jetzt einen Stürmer vorne haben und wir wissen, dass er aus ganz wenigen Torschüssen Tore machen kann. Aber es war heute genauso entscheidend, dass wir hinten einfach kompakt waren. Umso länger das Spiel gedauert und dass wir uns auch, ja, dann nicht so wie in anderen Spielen, die wir heuer schon gehabt haben, dass wir immer offener waren, sondern dass wir schon als Team das Gefühl gehabt haben, hier kann nochmal relativ wenig passieren. Und ja, dann ist es auch wichtig, dass man in solchen Spielen die wenigen Chancen, die man kriegt, macht. Das war wie im besonderen Christoph Monschein, der lebt das im Moment perfekt. Noch eine Frage an den Minister Meister. Sie haben hier einfach von Verzweiflung gesprochen. Sie haben vorher auch gesagt, wenn mich der Verein weiterarbeiten lässt, haben Sie das Gefühl, irgendwie der Verein könnte Ihnen das Vertrauen entziehen? Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Aber besonders schwierig, weil ich bin ein bisschen perplex. Ich bin hineingekommen in einer guten Form. Ich fand, wir waren gut vorbereitet. Mannschaftstechnisch und individuell und super Verfassung. Spieler, die vor 7 Tagen sich gefühlt und jede Szene total durchgesetzt haben, heute ausgebildet haben, entscheidende Rezepte dafür sind. Andere Gegner. Dann kommen wir hierher, spielen gegen eine verständlich verunsicherte Mannschaft, das läuft alles nach Plan, okay, ja. Und dann passiert dann gar nichts. Deswegen halte einfach mit für die nächste Saison und versuche halt den Ball zu nehmen. Ja, keine. Jetzt da muss man einhaken, weil ich glaube, wir sind alle auch ein bisschen perplex, wie sehr du dich selbst kritisierst. Irgendwo, du suchst da die Schuld bei dir selber. Du hast die Einwechslungen angesprochen. Was aus deiner Sicht hättest du anders machen können? Weil deine Mannschaft das war mein bisschen bitter, dass der letzte Einstürmer raus, schon der Postenrücker, als Mittelstürmer rein und der verletzt sich in der nächsten Aktion. Und damit sind wir die Scheiße mit der Anwechslung los. Zu Schluss. Der ist schon vorher sicher Markus Kühn zu bringen. Die letzten Vorbereitungen, die letzten Spiele, genau in dem Moment, wo das 1-0 fällt. Spielerisch durchzusetzen. Cheftrainer der Wiener Austria, inwiefern kann man eigentlich sagen, dass der Monschein gerade auch jetzt in dieser Phase eine Art Lebensversicherung für die Austria ist? Ich bin mir jetzt dafür da, um Tore zu machen. Das macht im Moment ganz gut. Es gibt sogar auch andere Bereiche. Und an die müssen wir extremst intensiv arbeiten und dabei darf der Christoph Monschein seine Qualität nicht verlieren. Gut, ich denke, ausführliche Pressekonferenz. Ich sage Dankeschön, wir wünschen einen schönen Sonntagabend und gute Heimreise.